der Ausgangspunkt ist ja kompetenzorientierte Lehre. Das heißt, auch die Kompetenzen sollten natürlich im Mittelpunkt der Prüfung stehen. Und das ist das Wesentliche, dass man eben genau die Kompetenzen prüft, die auch erworben werden sollten im Rahmen der Lehrveranstaltung. Und da ist es so, da kann man jetzt keine allgemeine Aussage treffen, was ist die richtige Prüfungsform für eine Inverted Classroom, sondern die hängt natürlich im Wesentlichen von den Kompetenzen ab. Auch Klausuren kann man kompetenzorientiert gestalten, ja. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was im Modulhandbuch vorgegeben ist in der Prüfungsordnung. Also manchmal hat man gar nicht die Wahl. Ich musste jahrelang eine Klausur machen im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Das heißt, ich habe versucht, meine Klausur kompetenzorientiert zu gestalten und eben genau die Kompetenzen darin abzuprüfen mit entsprechend geeigneten Aufgaben, die auch im Rahmen der Lehrveranstaltung erworben werden sollten. Schlecht ist es natürlich, wenn man Kompetenzen prüft, die nicht erworben werden sollten, aber wo die Studenten nicht genug Chancen gehabt hatten, die zu erwerben. Sodass alles letzten Endes darauf wieder auf Constructive Alignment hinausläuft, sodass auch eine faire Prüfungssituation am Ende existiert. Manche würden vielleicht sagen, dass gerade solche Prüfungsformen wie Portfolio oder Projektprüfung oder so etwas auch besonders geeignet ist. Ich würde sagen, ja, kann geeignet sein, wenn denn auch während des Semesters ein Portfolio erstellt werden sollte oder das auch geeignet war, um die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben oder wenn auch die Projektmethode geeignet gewesen ist, um die entsprechenden zu erwerbenden Kompetenzen zu unterstützen.